Winter 2009. Ein junger tschechischer Journalist macht sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Sein Name ist David Vondracek. Vondracek sucht nach Zeugen für ein lange verschwiegenes Kapitel der tschechischen Geschichte. Den Verbrechen an Deutschen kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Etwa 25.000 Sudetendeutsche sollen damals ums Leben gekommen sein. Vondraceks Reise beginnt in Prag, wo ein alter Amateurfilm verschüttete und schmerzhafte Erinnerungen weckt. Immer wenn ich mit meinem Vater ins Kino ging, erinnerte er sich an zwei Sachen. Wie er hier nach dem Attentat auf Heydrich sein Gewehr versteckte und die Gräber der Deutschen. Sie führten sie die Kladnostraße entlang und dann rechts zu einem großen Feld. Hier ist die Kamera, mit der mein Vater alles aufgenommen hat. Auch Sie als kleines Mädchen? Auch mich, als ich klein war. Ich nehme an, Sie konnten während des Krieges nicht groß ausgehen, daher kauften sich meine Eltern die Kamera und vertrieben sich die Abende, indem sie eigene Filme drehten. Hat sich alles vor Ihrem Haus abgespielt? Einige Dinge passierten direkt vor dem Haus, andere in der Nähe des Kinos im Stadtteil Bosislavka, wo sie die Deutschen hinbrachten. Vater filmte meine Mutter. Und auch mich sieht man ein paar Mal. Wusste Ihr Vater, wer diese Menschen waren? Er sagte, sie hätten sie im Prager Stadtteil Hans Paulka aufgelesen. Sie sprachen Deutsch, aber manche waren gar keine Deutschen. Eine Familie soll schwedisch gewesen sein. Sie waren nur zufällig da hineingeraten. Wir waren dort mit Großmutter. Ich erinnere mich, wie sie auf einmal mein Gesicht in ihre weiße Schürze drückte. Warum? Damit ich nichts mehr sehe. War das, als der Laster über die Leichen fuhr? Ja, das war der Moment. Für Deutsche war die Lage in Prag sehr gefährlich, während des Aufstandes und in den Tagen und Wochen danach. Die zunehmend brutalen Überfälle auf sie spiegelten in gewisser Weise das brutale Verhalten der Waffen-SS in den Jahren davor wider. Bei der Massenexekution im Prager Stadtteil Borislavka wurden laut Akten 42 Menschen getötet. Es ist in diesem Fall unklar, wie weit sowjetische oder tschechische Soldaten daran beteiligt waren. Die Massenexekution von Borislavka gehört zweifellos zu den größeren Vorfällen dieser Art in Prag, aber ähnliche Dinge passierten auch an anderen Orten der Stadt. Sie suchten mit Zeitungsannoncen nach Leuten, die die Erschießung der Deutschen gefilmt hatten. Papa wusste nicht, wer dahinter steckte, aber er wollte ihnen seinen Film nicht geben.
Ich glaube, das waren unsere Behörden. Sie wollten nicht, dass die Leute sahen, wie unsere Kriegshelden, als der Krieg aus war, ihre Gewehre in die Hand nahmen, um Zivilisten zu erschießen. Warum zeigen Sie uns jetzt den Film? Er hilft, diese Zeit zu erklären, ihre unmenschliche Barbarei zu zeigen, als all das passieren konnte, ohne jeden Prozess, ohne Prüfung, ob einer schuldig war oder nicht. In Zeiten revolutionären Umbruchs kann man Gewalt, Raub und Mord nicht verhindern. Präsident Benesch sagte, das Problem mit den Deutschen muss beseitigt werden. Das Volk hat das wörtlich genommen. Bude třeba nově formovat politické strany a zredukovat jejich počet proti době předválečné, nově vytvářet poměr Čechů a Slováků a vylikvidovat zejména nekompromisně Němce. Es ist die Pflicht eines demokratischen Staatsmanns, wenn er diesen Namen verdient, den Mob im Zaum zu halten. Er hätte sagen müssen, ja, wir werden mit den Deutschen abrechnen, aber wir machen das durch unsere Gerichte, nach Recht und Gesetz. Legální cestou, právně. Der Ausdruck beseitigen kann falsch interpretiert werden, als Aufruf zu einer blutigen Lösung. Er war in dem Sinne gedacht, das Problem anders zu lösen, vielleicht durch die Ausweisung der Deutschen. Aber er hat es nicht klar formuliert. Benesch hat seine Worte schlecht gewählt. Es wäre falsch, seine Rede als Aufruf zur Gewalt zu verstehen. Aber sie konnte von bestimmten Menschen oder Gruppen von Menschen so verstanden werden. Die Täter hinterlassen Spuren. 1945 kehrt Karel Feierabend, ein prominenter tschechischer Demokrat, aus dem englischen Exil zurück. Im Garten seines Schlosses Mirosow macht er im Winter 1945 einen grausigen Fund, von dem er in seinen Memoiren berichtet. Als Feierabend aus dem Exil zurückkehrte, blickte er da aus dem Fenster direkt auf das Massengrab? Ja, ohne es zu ahnen. Wie fand er es heraus? Seine Angestellten fanden sie, als sie den Garten aufräumten. Sie entdeckten Körperteile, die aus dem Boden ragten. Als nach dem Krieg die Partisanen aus dem Untergrund kamen, einschließlich der Möchtegern-Partisanen, gingen sie auf die Jagd nach Deutschen, die sich nach Westen absetzen wollten. Ein Augenzeuge sagte mir, dass die Partisanen vor allem deutsche Soldaten fingen. Sie ließen sie im Kreis marschieren und ihre eigenen Gräber schaufeln. Danach erschossen sie sie und deckten sie mit Erde zu. Einer ihrer Anführer war František Foukal. Foukal wird als Exzentriker beschrieben. Er trug eine Hauptmannsuniform, obwohl er gar kein Hauptmann war. Einige Zeugen bestätigen, dass er während der deutschen Besatzung im Gestapo-Gefängnis ein- und ausging. Er ist auch mit einem NSDAP-Anstecker gesehen worden. Am 31. Dezember 1944 trat Foukal dann in Kontakt mit einer Partisaneneinheit in Troznov. Kaum hatte der letzte deutsche Soldat Mirosow verlassen, als Foukal die Gelegenheit ergriff und eine eigene Miliz gründete. Partisanskou skupinu Brdy.
Sie machten Jagd auf junge, versprengte Wehrmachtssoldaten in der Gegend. Sie fingen ungefähr 30 bis 40 von ihnen. Sie trieben sie zusammen, während Focal Fotos von sich machen ließ, wie er persönlich Soldaten fing und mit einem Gewehr herumlief. Er wollte im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Das zeigen diese Fotos ganz deutlich. Sie zeigen auch, wie junge Wehrmachtssoldaten sich gegenseitig schlagen mussten, wie sie auf Knien krabbeln mussten vor ihren selbsternannten Gefangenenwärter. Die Wächter schlugen sie. Auch daran beteiligte sich Focal persönlich. Außerdem schaffte er für sich selbst Gold beiseite und auch Gewehre. Er trug 3 Taschenuhren, die er von den Deutschen gestohlen hatte. Wurde das je untersucht? Ich glaube nicht. Ich habe nie von einer Untersuchung gehört. Es war eine gesetzlose Zeit und die Opfer waren Deutsche, also kümmerte sich niemand darum. Zu Beginn des Jahres 1949 wurde Focal ins regionale Hauptquartier der Staatssicherheit gerufen. Er erklärte sich bereit zu kooperieren und arbeitete fortan als Spitzel für die Staatssicherheit unter dem Tarnnamen Gyuriachi AK 106. Er berichtete der Staatssicherheit über zahlreiche Leute. Vielen wurde der Prozess gemacht. 4 von ihnen wurden sogar hingerichtet. Insgesamt 150 Menschen wurden aufgrund seiner Berichte verhaftet. Nebenher organisierte er Jugendtreffen, besuchte Schulen und hielt auch vor Erwachsenen Vorträge, um zu zeigen, was für ein großartiger Partisan er gewesen sei. František Focal starb im Herbst 1989, in der Zeit der politischen Wende. Er war ein exzentrischer Abenteurer, dem Bösen zugeneigt. Die meiste Zeit seines Lebens hat er Menschen unglücklich gemacht. Ende Mai 1945 beginnen die Deportationen der Sudetendeutschen nach Deutschland und Österreich. Zu den ersten, die gehen müssen, gehören die Weitraner. Sie sind die zweisprachigen Einwohner eines Grenzfleckens südlich von Trebon. Sie kamen um 11 Uhr morgens. Sie sagten nicht, wer sie waren, sondern schrien furchterregend und fuchtelten im Hof mit ihren Pistolen herum. Sie schossen auf die Hühner, um uns Angst zu machen. Macht euch sofort fertig. In 2 Stunden werdet ihr weggebracht. Ihr seid Deutsche, also gehört ihr zu Österreich. Beeilt euch, ihr könnt nicht mehr als 30 Kilo Gepäck mit euch nehmen. Wie transportierten Sie das Gepäck? Wir packten, was wir konnten, auf eine Schubkarre. Was haben Sie mitgenommen? Nur das Lebensnotwendige, wie Bettzeug, Kleider, etwas zu essen. Mein Vater war so verwirrt, dass er seinen Rucksack mit Schuhbürsten und Schuhcreme vollstopfte. Er merkte gar nicht, was er packte. Nicht einmal Bettzeug haben wir mitgenommen, nur Kinder und Kinderwagen. Mutter nahm einen Laib Brot mit, doch einer von der Revolutionären Garde nahm es ihr wieder weg. Ja, ich war in der Revolutionären Garde. Wissen Sie, wie man sie damals nannte? Nein. Die Räubergarde. Ja, Räuber. Stimmt es, dass viel geplündert wurde? Ja, das ist wahr. Wir erhielten bestimmte Aufträge und führten sie aus. Was für Aufträge? Dinge, die damals erledigt werden mussten.
které vyplývaly z doby. Třeba. Was zum Beispiel? Například. Ja, zum Beispiel. Ta akce v tomto regionu. Diese Aktion in Südböhmen war einer der ersten größeren Deportationen von Einwohnern, die man als deutsch ansah. Die Haupttäter waren Freiwillige, die sich in einer Art von Partisanengruppen zusammenschlossen. Ihre Aufgabe war, die Gegend zu säubern. Als im September 1938 deutsche Truppen im Sudetenland einmarschieren, nehmen viele Weitraner die deutsche Staatsbürgerschaft an. Dies wird ihnen im Mai 1945 als Verrat vorgeworfen. Ferdinand Korbel und Karel Smolek sind damals noch Kinder. Was ist mit ihren Vätern passiert? Wurden sie verhaftet? Wir waren in der Schule, als sie drei Leute abführten. Den Bürgermeister von Neudorf und einen Vater mit seinem Sohn. Sie wurden am helllichten Tag in Tusch erschossen. Daher waren wir sehr besorgt. Niemand wusste, was passieren würde. Um 2 Uhr gingen wir. Am Abend fand dann in diesem Gebäude ein sogenanntes Volksgericht statt. Danach führte man sie aus der Schule. Die Leute, die sie aburteilten, wollten nicht Gerechtigkeit, sondern Rache. Sie führten ihr Urteil selber aus. Wessen hat man sie beschuldigt? Sie hätten nicht Deutsche werden müssen. In der Schule waren sie offenbar misshandelt worden. Sie waren grün und blau geschlagen, konnten kaum laufen und waren mit einem Strick aneinander gefesselt. Sie gingen zu dieser Stelle und wenn einer fiel, schleppten ihn die anderen weiter. Ihr Vater war auch darunter? Ja. Und Ihr Vater auch? Ja, auch meine Tante und mein Onkel. Mein Onkel war auch dabei. An dieser Stelle pflegte man tote Tiere zu begraben. Man nannte es die Kadavergrube. Ein Augenzeuge hat mir erzählt, dass sie hier saßen, gefesselt. Dann nahm man einem nach dem anderen die Fesseln ab. Shia stand hier, als man sie zur Grube führte. Shia schoss jedem von ihnen in den Kopf. Und sie fielen in die Grube. Wenn jemand nicht hineinfiel, half er mit Tritten nach. Es war unerträglich. Es war eine fehlgeleitete Initiative ohne Moral. Was erzählt man sich über Shias Beteiligung an den Morden in Tust? Er hat sie erschossen. Er stand am Rand der Grube und schoss sie nieder. Er muss ein Mensch ohne Skrupel gewesen sein. Er war ein Mann zweifelhaften Charakters. Das ist eine Tatsache. Sie haben Leute in die Grube geworfen, die noch am Leben waren. Waren auch Frauen darunter? Ja, Olga. Ich kannte sie persönlich. Meine Cousine arbeitete in ihrem Haushalt. Warum gerade Olga? Sie war eine echte Deutsche. Sie und ihre alte Mutter waren nicht politisch. Sie waren einfach nur Deutsche. Oder genau genommen Österreicher. Haben diese Menschen irgendein Verbrechen begangen? Ich glaube nicht.
Ein halbes Jahr später erlauben die tschechoslowakischen Behörden Tausenden von Weitranern die Rückkehr. Sie sind die einzigen, die nach ihrer Vertreibung wiederkommen dürfen. Nach der Rückkehr war unser Leben noch schlimmer als vorher. Wir erhielten keine Lebensmittelkarten oder sonstige Hilfen. Unseren Bauernhof fanden wir ausgeplündert wieder. Sie versuchten, uns Kinder zu trennen und in anderen Familien unterzubringen, denn angeblich würde uns jede andere Mutter patriotischer aufziehen. Unsere Mutter machte ihnen klar, dass sie sich lieber mit uns ertränken würde, als uns aufzugeben. Erst dann ließen sie uns in Frieden. Aber dann wurden sie noch einmal vertrieben? Die Familie Korbel verliert ihre Heimat ein zweites Mal. Wie viele Weitraner muss sie von der Grenze ins Landesinnere ziehen. Es waren politische Gründe. Im Rat saßen Leute, die von Gott weiß woher kamen. Sie waren Fremde hier und sagten, die Leute von Rabschach sind unzuverlässig. Als unsere Eltern gehen mussten, mussten auch wir weg. Was geschah nach 1989? Wir haben Blumen niedergelegt, bis sie die Toten ausgruben. Haben Sie den Leichnam Ihres Vaters gefunden? Man fand bei der Ausgrabung nur noch Knochen. Keine vollständigen Leichname mehr. Sie legten die Knochen in kleine Särge. Nur Fräulein Wlitschkova konnte identifiziert werden anhand ihres durchlöcherten Beckenknochens. Laut Augenzeugenbericht feuerte eine Partisanengruppe ihre letzte Salve auf sie ab. Für sie war Österreich ihr Vaterland. Und das ist vor allem dem österreichischen Bürgermeister von Gmund zu verdanken, dass sie ein würdiges Grab fanden. Im Jahr 1990 habe ich František Šija angezeigt, den Mörder meines Vaters und 13 andere Menschen. Postupem doby se mi povedlo i získat svědky. Ich hatte Menschen gefunden, die seine Taten bezeugen konnten. Einer Bestrafung des Mörders stand nichts im Weg. Ich mache einen Film über die Nachkriegszeit. Ich würde gerne mit Ihrem Mann reden. Mein Mann hat gerade einen Schlaganfall erlitten. Wie ist das passiert? Es ist schon sein dritter. Kann er noch sprechen? Nein. Das Gericht hat es abgelehnt, irgendetwas zu unternehmen. Die ganze Sache sei verjährt. Hat sein Gewissen ihn nicht etwas gequält? Hat er nicht gedacht, dass er einen Fehler gemacht hat? Ich weiß nicht, wie es damals nach dem Krieg in den Grenzgebieten war. Ich nehme an, es war sehr schlimm. Überhaupt nicht schön. Haben Sie Šija persönlich gekannt? Natürlich. Er kam zu uns nach meiner Rückkehr aus Österreich. Mein Mann arbeitete als Chauffeur für den Arzt. Šija kam dann und wann und deswegen hat mein Mann mich gewarnt. Bitte geh ihm aus dem Weg und rede nicht mit ihm. Mach so, als ginge es dir gut und dass du nicht wütend bist, dass du ihn für meinen Freund hältst.
Denn wenn er ausrastet, kann er dich auf der Stelle erschießen. Er war schrecklich lieb zu Kindern. Er mochte Kinder sehr gerne. Er ist ein guter Mensch, der niemanden verletzt. Er hat nie ein böses Wort gesagt und wirklich niemals jemandem geschadet, niemals. Und daher wird er in Frieden ruhen. Als ich meine Klage vor den Strafgerichtshof brachte und erklärte, dass es sich um einen Völkermord handelte, haben sie mir zwar zurückgeschrieben, aber abgelehnt, sich damit zu befassen. Selbst wenn es Völkermord gewesen sein sollte, ist es jetzt verjährt. Das mag in den Augen mancher Menschen grausam sein, doch auf der anderen Seite, es war revolutionäre Rechtsprechung. Seine Reise in die Vergangenheit führt Wondracek nach Satez, ehemals Saaz, im Sudetenland. Im Stadtzentrum trifft er David Hertel. Der hat einen aufsehenerregenden Artikel veröffentlicht. Am 3. Juni 1945 rief man die Deutschen von Žatec auf diesem Platz zusammen. Über ihre genaue Zahl gibt es unterschiedliche Berichte. Es können zwischen 1000 und 6000 gewesen sein. Ich bin mit 15 Jahren. Am 3. Juni, etwa um 9 Uhr, hat mich meine Schwester geweckt und hat gesagt, du musst auf dem Ringplatz, sonst wirst du erschossen. Es waren viele Nationalsozialisten unter den Versammelten. Das ist sicher. Ebenso sicher ist aber auch, dass die größten Nazis den Ort schon lange verlassen hatten, weil sie ahnten, was sie erwartete. Die waren schon lang weg. Niemand mehr, der wirklich politisch belastet war. Beim Zusammentreiben der Deutschen kam es vielfach zu brutalen Übergriffen. Ich war auf dem, auf der östlichen. Und da habe ich es gesehen, auf der westlichen Seite, diesen Mord an dem Postsekretär Gansel. Das war alter Sozialdemokrat, der kam zu spät. Und da hat man ihm einfach niedergeschossen. Und irgendein junger Mann von den Roten Garden fuhr mit dem Motorrad über ihn. Der Schock war, dass sich in den Speichen vom Motorrad das Gedärm verwickelt hat und das Motorrad hat ihm regelrecht ausgeweidet. Der Aufruf, sich hier auf dem Platz zu sammeln, wurde schriftlich verteilt und an die Häuserwände geklebt. Darin hieß es außerdem, dass die Deutschen ihre Haustürschlüssel mitbringen und hier abgeben sollten. Sie waren kaum weg, als ihre Häuser schon geplündert wurden. Wer waren die Plünderer? Es waren wohl teils Soldaten und teils Mitglieder der Revolutionären Garden, die ins Grenzgebiet strömten, um mit den Deutschen abzurechnen. Und dann gingen diese beiden Kolonnen zu Fuß nach Postelberg. Wir hatten schon Gerüchte gehört, im Postelberg wäre was Furchtbares passiert. Die Stadt war leer. Hier war das Hauptquartier. Hier wurden die Menschen erschossen. Und von hier wurden sie zu einem Abladeplatz im Hof dort gebracht. Das haben Sie gesehen? Ja. Ja, wie viele waren es? Das weiß ich nicht, aber es waren viele. Ich kann bestätigen, dass in diesem Gebäude in Postelopate Sondereinheiten der tschechischen Armee einquartiert waren. Hinter diesen Mauern gab es viel Gewalt, viel Unglück und viele Tote. Musik.
Auch Tschechen aus Mischehen waren betroffen. Allein die Tatsache, dass ein Tscheche eine deutsche Frau geheiratet hatte oder umgekehrt, reichte aus, um in den Strudel der Gewalt zu geraten. Die, die damals auf der Jagd nach Deutschen waren, machten keine Unterschiede. Es reichte, wenn einer oder eine einen deutschen Namen hatte. Es war merkwürdig, da mein Vater sich nie um Politik gekümmert hatte. Er arbeitete und sorgte für seine Familie. Dennoch war meine Mutter besorgt, da der Mann, der trommelnd durch die Straße lief, erklärte, dass jeder, der nicht erschien, erschossen würde. Das machte Mutter krank, vor allem da wir so nah bei der Kaserne wohnten und die Gefangenen sehen konnten, die sie in den Ställen untergebracht hatten. Niemand wusste etwas. Meine Mutter sagte, sie hätte Schüsse hinter dem Schulgebäude gehört. Dort erschossen sie unliebsame Personen. Für meinen Vater bedeutete das das Ende. Er kam nie zurück. Er war ein großartiger und fleißiger Mensch. Jammerschade. Wer war verantwortlich für das Massaker in Postoloprti? Hauptverantwortlich waren Einheiten der neu gegründeten tschechoslowakischen Armee. Die Armee war eine der treibenden Kräfte für diese sogenannten Säuberungsaktionen. Zu ihren Einheiten gehörten auch viele Soldaten, die vorher in den Reihen der sowjetischen Armee gekämpft hatten. Das war, man hat ihnen ja gesagt, bringt die Deutschen um, dann können sie nicht mehr ihre Häuser zurückverlangen. Die Erfahrungen dieser Soldaten an der Ostfront waren entscheidend. Das muss man berücksichtigen. Sie hatten mit eigenen Augen gesehen, was die Nazis dort angerichtet hatten. Wie viel Tod und Zerstörung sie über die Gebiete der Sowjetunion gebracht hatten. Diese Soldaten bewegten sich außerdem in einem kulturellen Umfeld, das ihnen fremd war. Sie waren nicht gewöhnt an ein Miteinander von Deutschen und Tschechen, an Mischehen. Und sie handelten auf Grundlage eines Befehls, die Zahl der Deutschen auf tschechischem Gebiet so weit wie möglich zu reduzieren. Die Soldaten hatten doch genug vom Krieg und vom Schießen. Sie wollten keine Rache an Zivilisten nehmen. Der Krieg war vorbei und wir waren alle froh darüber. Nein, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass unsere Soldaten in solche Taten verwickelt waren. Ich kann es auch nicht glauben, dass jemand von uns daran beteiligt war. Ich weiß, dass es sehr unklar ist, was dort genau vorgefallen ist, was die Gründe waren und warum es geschehen ist. Es ist schwierig, mit Leuten, die die Zeit erlebt haben, über diese Dinge zu sprechen. Es ist einfach eine Tatsache, dass Soldaten der tschechoslowakischen Armee in der Gegend von Žatec eingesetzt waren. Auch der Name des Befehlshabers ist bekannt, das war ein Hauptmann Perny. Die Soldaten erwarteten, dass sie in dieser Gegend Bauernhöfe erhalten würden. Wir wurden dann auf die Kaserne getrieben und dort mussten wir uns hinsetzen. Die andere Gruppe muss das nicht gehört haben. In dem Moment, wo wir aufstanden, wurde mit dem Maschinengewehr reingeschossen. Da war ein Bekannter von mir, das war der Dr. Wurdinger, der Direktor der Saazer Brauerei war, der Bürgerlichen. Ne? Ich sehe ihn noch ohne Hemd,
Die zog eine Gruppe von ungefähr 30, 40 Leuten mit Bewachung da raus. Ich frage, wohin? Ja. Zeigt er. Himmel. Ne? Die Todeskandidaten, die fingen zu brüllen an. Und dann kamen verschiedene Leute, haben die Nerven, vor einer tanzte plötzlich. Der wurde erschossen, das war der Gravier Lessig, das weiß ich noch. Dann hat man den Mann neben mir, der draußen lag, der schon am der Baumeister Heinzel, der hat einen Bauchschuss, einen Brustschuss und einen Oberschenkelschuss gehabt. Dann kam der Hauptmann Langer, das war der Vater von einem Schulkameraden von mir. Ich höre es noch, das war in Hörweite von mir, sagt er zu Marek, Herr Wellidel, ich bin deutscher Offizier gewesen. Ich stehe unter der Genfer Konvention. Bitte nehmen Sie Rücksicht darauf oder erschießen Sie mich. Und dann hat er ihn erschossen. Bei dieser Massenhinrichtung sind die Namen der Täter bekannt. Jan Čupka war einer der Antreiber. Ebenso die Männer des Sicherheitsdienstes der neu gegründeten tschechoslowakischen Armee. Unter ihnen waren Rutenen und Tschechen. Ihre Leutnants hießen Kolenic und Machacek. Sicher waren noch mehr beteiligt, aber in jenen Tagen wurden Befehle mündlich erteilt oder jedenfalls gelangten sie nicht ins Archiv. Der kommandierende General Spaniel benutzte in einer Einsatzbesprechung Ausdrücke, die, wenn man sie aus dem Kontext nimmt, durchaus als Aufruf zu extremen Maßnahmen verstanden werden konnten. Für die Menschlichkeit war der Tod von den 5 Kindern. Der Offizier Czerny redete mit Marek was, hat dem fatalen Ding, der stammt von Czerny. Hast gedacht, die machen Krach, machen bloß eine Scheinhinrichtung oder sowas. Erst wie das Blut kam. Und das waren 2 Väter von dem Buben gesessen und haben das sehen müssen. Ich habe 11 Leute begraben, darunter auch diese 5 Buben. Was dort gestorben ist, waren wie zum Beispiel mein Oberlehrer, der Kreisimkermeister war, also Bienenzüchter und dafür sterben musste. Es waren Lehrer dabei, es war der Direktor meines Gymnasiums dabei. Und es waren unter anderem ein Bruder und 2 Cousins meiner Mutter. Von unserer Familie habe ich damals als einziger Mann überlebt. Im Juli 1945 kann Peter Klepsch das Todeslager in Postelberg verlassen. 1946 wird er nach Deutschland abgeschoben. Ein Einwohner von Postelopretí schrieb einen Brief an den Präsidenten. Ich zitiere: Ich glaube, dass es in der Welt Gerechtigkeit gibt, aber zu viele Menschen in unserem Land tun, was sie wollen. Deshalb wende ich mich an das Sekretariat des Präsidenten mit der Bitte, die tragischen Ereignisse zu untersuchen, die im Juni und Juli 1945 in Žadec passiert sind. Hier ist ein interessanter Abschnitt, der die erschossenen Tschechen behandelt. Es waren Tschechen unter den Opfern. Einer von ihnen war Herr Rosnier aus Lipenitz. Bei ihrer Erschießung riefen sie: Lange lebe Präsident Beneš und lange lebe Stalin. Dieser eindrucksvolle Brief hat den Präsidenten erreicht und diente als Beweisstück für die Untersuchung, die danach vom tschechischen Parlament eingeleitet wurde. Jedes Jahr überschwemmte der Fluss diese Gegend. Und weil sie die Toten nur notdürftig begraben hatten, legte das Wasser schon 1946 alles frei. Sie meinen die Leichen? Ja, sie lagen ganz frei. Diese Grube war wohl die größte von allen. Ganz Žatec lag hier drin.
Die Untersuchung durch das Parlament kam zu dem Ergebnis, dass die Taten tatsächlich begangen worden waren. 1947 wurde die Exhumierung der deutschen Opfer angeordnet. Man fand 763 Leichen, die dann später im örtlichen Krematorium verbrannt wurden. Haben die Leute darüber gesprochen? Keiner. Es war ein Tabu. Man sprach einfach nicht darüber. Nicht mal in der Kneipe? Nein, das war ein heißes Eisen. Wussten die Leute, wer bei der Erschießung dabei war? Die Menschen aus gemischten Familien wie ich, die hier blieben, hatten ja kaum Kontakt mit den Neuankömmlingen. Die stritten sich um die verlassenen deutschen Häuser und darum, was jetzt alles ihnen gehören sollte. Die Justiz hätte ermitteln können, aber dazu kam es nie. Dem stand Artikel 115 Paragraph 1 der Verfassung von 1946 entgegen. Diesem Paragraphen zufolge konnten alle Straftaten, sogar Mord, als notwendige Mittel anerkannt werden, wenn sie im Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit der Tschechoslowakei verübt worden waren. Es ist kaum zu glauben, dass der Krieg in der Tschechoslowakei nicht im Mai 1945 zu Ende ging, sondern bis zum 28. Oktober 1945 andauerte. Die Mehrheit der Verbrechen wurde nie gerichtlich verfolgt. Die Schuldigen wurden nie belangt. Zur gleichen Zeit gab die Regierung eine Anweisung heraus, über diese Vorfälle zu schweigen. Sie hatte Angst, dass sie den tschechoslowakischen Staat nach innen oder nach außen gegenüber dem Ausland diskreditieren können. Es ist bemerkenswert, dass dieses Thema so lange ein Tabu geblieben ist, noch bis in die 90er Jahre. Erst nach der Revolution von 1989 wenden sich zwei deutsche Überlebende an die tschechischen Behörden. Sie zeigten den Mord an den 5 minderjährigen Jungen in Postoloprty an. Ein Kollege von mir ermittelte daraufhin. Er vernahm Zeitzeugen und studierte vor allem die tschechischen Akten. Nach langen Ermittlungen kam er zum Ergebnis, dass die 5 Jungen in Postoloprty tatsächlich ermordet worden waren. Aber dass die Menschen, die an diesem Mord schuld waren, bereits tot sind. Im Übrigen ist auch Mord nach 20 Jahren verjährt. Hier war eines der größten Massengräber. Ich bin nicht sicher, ob mein Vater hier gelegen hat. Das war geheim. Wir erfuhren nichts. Geben Sie jemandem die Schuld? Wem denn? Ich habe die Täter nie gesehen. Die jungen Leute wissen nicht, was damals passiert ist. Sie interessieren sich nicht dafür und in der Schule sagt es ihnen niemand. Es ist nur noch eine Erinnerung. Aber für manche, auch für mich, eine sehr bittere.